Aber Sie haben gesagt, Sie wollen Weihnachten auf Ihre Weise feiern, was immer das bedeutet. Was ist denn, wenn Sie überhaupt keinen Weihnachtsmann dabei haben wollen? Du bist also der Ansicht, dass mein Enkelkind keinem Weihnachtsmann begegnen darf. Nicht mal an Heiligabend. Nein, das finde ich natürlich nicht. Aber wir hatten abgemacht, dass du kein Weihnachtsmann-Kostüm mitnimmst. Ist dann am Ende auch kein Weihnachtsschinken? Ist das vielleicht auch zu heterosexuell? Das ist nun mal Ihr Heiligabend. Und selbst wenn wir dort nur Kebab kriegen, wir werden unseren Mund halten, verstanden? Die sind schon da. Deine Familie, die sind schon da. Die zwei sind schon so lange zusammen und wir haben uns noch nie getroffen. Jetzt treffen wir uns doch und dann treffen wir uns auch noch an Weihnachten. Kleines, hey. Was machst du denn hier? Und was ist das? Hey, was geht? Oh, wow, was für ein wunderschönes Kleid. Oh, danke. So, jetzt haben unsere Eltern entschieden, dass wir vor dem Film Hering essen und danach das warme Essen. Super. Wollen denn wirklich alle Donald sehen? Wann wollt ihr es ihnen sagen? Was? Wann lasst ihr endlich die Bombe platzen? Hey, Tonte, was los? Lotus lustiger war. Ich bin ein verdammter Grieche. Also kommt damit klar. Mein Sohn ist schwul. Und ich finde ihn fantastisch. Darauf sollten wir anstoßen. Ein Skoll darauf, dass wir nicht zu diesen langweiligen, blassen Schweden gehören. Oh. Wann kommt der Weihnachtsmann? Oh. Ah. Oh.